Wie könnte Sony wohl die E3 rocken? Das ist eigentlich das Allersimpelste der Welt. Sie müssen einfach nur Spiele liefern. Tatsächlich hat Sony auf dieser E3 mal ein Luxusproblem und das sollten sie tatsächlich auch auskosten. Die PlayStation 4 dominiert alles, also den kompletten Gaming-Markt. Egal, ob ihr nur von Konsolenspielen redet oder von mir aus auch von dem VR-Markt. Egal, wo es um das Thema Gaming geht, Sony ist derzeit die Nummer 1. Das erinnert an die guten alten PlayStation 2 Zeiten. Anscheinend macht Sony das alle zwei Generationen mal so. Das Schöne nun, Sony kann einfach nur ihre Top-Titel rausballern. Und meine Güte, haben sie davon noch viele in der Pipeline. God of War und Last of Us 2 sind nur ein paar. Da kommen noch viele, viele mehr. Das hängt auch damit zusammen, dass Sony hier über die Jahre eine ausgezeichnete Struktur an Entwicklerstudios aufgebaut hat. Man deckt hier eigentlich alles Mögliche ab und wenn man ehrlich ist, die stärkeren Studios sind eigentlich gerade eher im Westen. Die japanischen Studios von Sony liefern auch gute Spiele, brauchen aber anscheinend dafür 10 und mehr Jahre. Aber hey, wie gesagt, Sony hat mehr als genug in der Pipeline. Und wenn die das einfach auf der E3 rausknallen und dennoch ein paar exklusive Deals ankündigen, beziehungsweise exklusive Second-Party-Spiele, dann holla die Waldfee, erwartet uns hier ein Spielefeuerwerk. Und ich behaupte, Sony wird auch genau darauf setzen. Sie wissen, Nintendo wird höchstwahrscheinlich relativ viel ankündigen. Sie wissen, Microsoft wird eine neue Konsole ankündigen und sie wissen auch, hey, wir kontern einfach erstmal mit Spielen. Denn, also ich denke nicht, dass es klug wäre, würde Sony jetzt schon auf die Xbox Scorpio reagieren. Sie haben halt einfach, und ich wiederhole mich hier gerne, das Luxusproblem. Sie können erstmal abwarten, was kündigt Microsoft eigentlich an? Zu welchem Preis? Finden die Leute das geil? Und wenn ja, dann wird darauf reagiert. Denn die Xbox Scorpio erscheint schon Ende dieses Jahres. Die nächste PlayStation wohl frühestens Ende nächsten Jahres. Und das gibt genug Zeit, um zu reagieren und auch zu agieren. Das heißt also, Sony hat hier einfach ein Luxusproblem. Nochmal, und das sollten sie auskosten. Möchte also Sony die E3 rocken, dann müssen sie einfach nur ihre Spiele raushauen, die sie eh schon angekündigt haben oder die sie auch noch teilweise verdeckt, in der Pipeline haben. Nun gibt es noch eine andere Geschichte. Reagiert Sony auf die Switch? Da könnten wir jetzt etwas drüber philosophieren, denn Gerüchte gibt es dazu absolut keine und deswegen rechnen wir auch nicht damit. Aber wie wäre es eigentlich mit einer quasi neuen PSP? Um auf die Switch zu antworten, um gegen anzugehen, um zu sagen, hey, ihr könnt jetzt alle PlayStation 3 Spiele und ausgewählte PlayStation 4 Spiele auf der neuen portablen PlayStation spielen. Und die hat vielleicht sogar mehr Power als die Switch oder mehr Akku oder was auch immer. Wird Sony das machen? Nein. Wollte ich hier nur einfach etwas trollen? Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Sony, ihr könnt das eigentlich dieses Jahr echt nicht verkacken. Ihr könnt das nicht verkacken. Das geht nicht. Deswegen, Glückwunsch, Sony. Das wird eine nette E3. Ich freue mich drauf.